In dieser Übungsaufgabe sollen wir den Strom I1-2 bestimmen. Und zwar auf zwei unterschiedlichen Wegen. Und zwar, als erstes sollen wir die Leerlaufspannung zwischen den Klemmen mithilfe des Überlagerungssatzes bestimmen. Danach den Innenwiderstand der Schaltung bestimmen und dann ist der Strom I1-2 ja der Kurzschlussstrom der realen Spannungsquelle, die wir darüber gewonnen haben. Und im zweiten Schritt wollen wir die Schaltung stückweise umformen, bis wir nachher bei einer realen Spannungsquelle sind und wieder bestimmen wir den Kurzschlussstrom von ihr. Okay, ich mache es mir mal einfach und kopiere mir die Schaltung hier mal her. So, und jetzt sollen wir den Überlagerungssatz anwenden. Das heißt, ich deaktiviere mal eine Quelle, als erstes mal die untere. Und das mache ich mir hier jetzt leicht. Ich male sie mal mit einem weißen Stift einfach über. Jetzt haben wir hier einen Kurzschluss. Die Quelle ist deaktiviert. Außerdem wollen wir die Leerlaufspannung bestimmen. Dafür nehmen wir dann hier mal den Kurzschluss zwischen den Klemmen weg. Und die Spannung, die wir da haben, die nenne ich jetzt U0'. So, und jetzt wollen wir doch mal gucken, wie groß denn dieses U0' ist. Also, ich habe hier doch diese Spannung zu bestimmen und das mache ich einfach jetzt mal über den Maschensatz. Das bedeutet, wenn ich diese beiden Spannungen hier habe, dann ist die Summe davon das U0'. Die hier nenne ich mal UR2 und die hier UR3. Und weil wir im Überlagerungssatz sind und nur eine Quelle haben, kriegen die jeweils einen Strich dran. So, und jetzt ist die Schaltung ja so ein kleines bisschen unübersichtlich. Und um mal einen Überblick darüber zu kriegen, was jetzt eigentlich wie miteinander verbunden ist, werde ich mal einen Textmarker nehmen und erstmal alles an Leitungen farbig anmalen, was auf demselben Potential liegt. Also dieser Bereich hier, das ist doch alles ideal leitfähig miteinander verbunden. Da habe ich also überall dasselbe Potential. Dann haben wir hier alles miteinander verbunden. Hier oben. Und hier hinten. Okay, das ist interessant. Da sehen wir zum Beispiel schon, dass die Widerstände R3 und R4 parallel zueinander geschaltet sind. Wir sehen hier jetzt, auf der einen Seite sind sie direkt miteinander verbunden und auf der anderen Seite auch jeweils. Und das heißt aber auch, dass durch diese beiden Widerstände gar kein Strom fließen wird, denn auf der einen Seite sind sie hier mit diesem gelben Bereich verbunden und auf der anderen Seite, da läuft es aber leer. Das heißt, da haben wir definitiv keinen Strom und das bedeutet, wir werden einen Strom haben, der wird hier aus der Quelle rausfließen. Er wird hier durch diesen Widerstand fließen und hier so zurückfließen. Aber es wird definitiv kein Strom hier durch den Widerstand R3 fließen. Und das bedeutet, aha, diese Spannung hier ist offenbar dann 0. Es fließt da ja gar kein Strom. Okay, und das heißt, mein UR2', was ich hier jetzt noch brauche, das kann ich hier einfach bestimmen über den Spannungsteiler. Mein U1, diese Spannung teilt sich auf über R1 und R2. Und das bedeutet also, mein U0' wird sein U1 mal R2 durch R1 plus R2. Prima! Überlagerungssatz ist zur Hälfte durch. Jetzt kopiere ich mir hier nochmal die Schaltung rein.
Und dieses Mal werden wir die obere Quelle deaktivieren. So, und hier auch die Verbindung zwischen den Klemmen rausnehmen. Wir wollen ja die Leerlaufspannung bestimmen. Und hier oben die Quelle deaktivieren. Das heißt, das wird ein Kurzschluss. Okay, jetzt haben wir hier die Spannung U0'. Und wir machen nochmal das gleiche wie eben. Ich gucke mir mal an, wie denn hier eigentlich die Potenziale liegen. Also hier haben wir offenbar alles auf demselben Potenzial. Wir haben hier alles auf demselben Potenzial. So, und das heißt, dieses Mal sind die beiden Widerstände R1 und R2 parallel zueinander geschaltet. Und das heißt dann wiederum, dass der Strom, den hier unsere Quelle bereitstellt, der fließt hier jetzt in diese Richtung. Und oben durch R1 und R2 fließt gar kein Strom. Und das heißt, die Spannung hier an R3, die kann ich jetzt wieder... Oh, Moment, ich mache es anders. Ich hatte sie eben von oben nach unten definiert. Das mache ich hier jetzt auch. Das ist wichtig beim Überlagerungssatz, dass wir immer die Spannungen und Ströme alle in dieselbe Richtung hier definieren. Und jetzt können wir sagen, dass unsere Spannung hier, das ist der Spannungsabfall an UR3, aber da müssen wir beachten, der Strom fließt jetzt ja anders durch. Das bedeutet, wir kriegen hier ein negatives Vorzeichen rein. So, und die gesamte Leerlaufspannung, also bei der Originalschaltung, ist jetzt die Summe aus U0' und U0'. Ja, das wollte ich nicht. So, wenn ich jetzt also beide Quellen aktiviere und hier die Leerlaufspannung haben möchte, dann ist das jetzt die Summe aus den Einzelergebnissen U0' und U0'. Gut, als nächstes brauchen wir noch den Innenwiderstand dieser Schaltung. Also dann nehmen wir hier wieder die Schaltung und sollen den Innenwiderstand bestimmen. Was machen wir dafür nochmal? Wir deaktivieren alle Quellen, das heißt, diesmal werden beide Spannungsquellen zu Kurzschlüssen. So, und jetzt ist der Innenwiderstand halt der Widerstand, den wir hier zwischen den beiden Klemmen sehen. Und wie groß der ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Und ich mache hier mal wieder den Trick, dass ich mir erstmal meine Schaltung bunt anmale, um zu gucken, was liegt denn hier jetzt eigentlich parallel zueinander. So, und da sehe ich doch jetzt, dass ganz offensichtlich R1 und R2 parallel zueinander liegen und es liegen R3 und R4 parallel zueinander. Und diese Parallelschaltungen sind jeweils in Reihe zueinander geschaltet.
Das heißt, hier haben wir jetzt R1 mal R2 durch R1 plus R2 und in Reihe dazu ist die Parallelschaltung aus R3 und R4. Prima. Und dann wollten wir den Strom I12, also den Kurzschlussstrom zwischen den Klemmen wissen. Und den können wir ganz einfach berechnen jetzt über das Ohmsche Gesetz. Wir haben jetzt ja unsere Schaltung umgeformt in eine reale Spannungsquelle. Die sieht so aus. Die beiden Elemente haben wir gerade bestimmt. Und das hier sind meine Klemmen 1, 2. Und wenn ich hier jetzt den Strom I1, 2 bestimmen möchte, dann ist das ja über das Ohmsche Gesetz einfach nur U0 durch RI. Okay, das war die erste Hälfte von der Aufgabe. Und jetzt machen wir das Gleiche nochmal, aber dieses Mal werden wir stückweise Quellenumformung durchführen. So, wir haben diese Schaltung gegeben. Was können wir denn da mal machen? Ich sehe doch hier, habe ich eine ideale Spannungsquelle und einen Widerstand in Reihe geschaltet. Das kann ich als reale Spannungsquelle auffassen. Und das gleiche habe ich hier unten. Auch das kann ich als reale Spannungsquelle auffassen. Und die kann ich jeweils umwandeln in reale Stromquellen. Mache ich mal oben. So sieht eine reale Stromquelle aus. Und das kann ich auch unten machen. Na, mache ich gleich. Also erstmal, so sieht sie aus. Der Innenwiderstand bleibt gleich. Die Richtung des Pfeils an der Quelle dreht sich um und der neue Wert berechnet sich über das Ohmsche Gesetz aus den alten Elementen, also U1 durch R1. Und dieses hier ist jetzt meine äquivalente Quelle zu dem, was wir oben in Gelb hatten. Das gleiche mache ich unten. So, die Spannung ging hoch, dann geht der Strom nach unten. U2 durch R4, der hier ist weiterhin R4. Und das hier ist jetzt die Quelle, die eben noch so die Spannungsquelle in Orange war. So, wir können den Rest der Schaltung hinzeichnen. Wir haben hier noch die Widerstände R3 und R2. Und hier hinten sind nach wie vor die Klemmen, die kurz geschlossen sind. Und wir wollen nachher diesen Strom I12 haben. Gut, was sehen wir denn jetzt? Ha, wir haben noch hier jeweils Widerstände parallel geschaltet. Die beiden Widerstände sind parallel und die beiden Widerstände hier sind auch parallel. Und dann können wir die ja zusammenfassen. Dann kriegen wir hier eine neue Schaltung, wo wir zwei reale Stromquellen in Reihe geschaltet haben.
Gut, jetzt haben wir also zwei reelle Quellen, reelle Stromquellen in Reihe geschaltet und darum wandeln wir die jetzt mal jeweils wieder in reale Spannungsquellen um. Da kriege ich dann also eine Spannungsquelle und einen Widerstand in Reihe und nochmal eine Spannungsquelle und einen Widerstand in Reihe. Pfeilrichtung dreht sich um. Dann nach dem Ohmschen Gesetz, U ist R mal I, haben wir hier also U1 mal R2 durch R1 plus R2. Und unten haben wir U2 mal R3 durch R3 plus R4. So, die Parallelschaltung hier, das schreiben wir auch nochmal dran. So, und hier hinten sind unsere Klemmen und das hier ist der Strom I1, 2. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt haben wir hier zwei reale Spannungsquellen in Reihe und da können wir die Quellen zusammenfassen. Also die Spannungsquelle definieren wir mal so, dass sie von oben nach unten geht. Das bedeutet, ich muss die obere Quelle hier positiv addieren und diese hier muss ich abziehen, weil die in die andere Richtung zeigt. Dann habe ich hier also U1 R2 durch R1 plus R2 und dann minus U2 mal R3 durch R3 plus R4. Der Widerstand ist die Summe aus den beiden Einzelwiderständen, weil sie in Reihe geschaltet sind. So, und unseren Strom I1,2, den können wir jetzt einfach berechnen über das Ohmsche Gesetz. Das ist dann also die Gesamtspannung geteilt durch den Gesamtwiderstand. Ich mache es mir hier mal ein bisschen einfacher. Ich nenne das hier jetzt mal U0, da nenne ich RI und dann ist das jetzt also U0 durch RI. Alles klar. Und jetzt haben wir gesehen, wie man an so eine Aufgabe rangehen kann. Wir haben verschiedene Werkzeuge gelernt. Erst haben wir die Schaltung durchanalysiert und haben den Überlagerungssatz verwendet. Und im zweiten Schritt haben wir schrittweise Quellenumformung benutzt. Und wenn Sie jetzt vor so einer Aufgabe sitzen und nicht richtig wissen, wie Sie rangehen sollen, dann ist diese schrittweise Quellenumformung immer eine gute Idee. Denn die einzelnen Umformungsschritte sind total einfach. Wenn Sie das zwei, dreimal geübt haben, dann passieren Ihnen da keine Fehler. Und nach jedem Umformungsschritt können Sie immer irgendwas wieder zusammenfassen. Die Schaltung wird immer kleiner und Sie landen ganz automatisch nachher bei einer realen Spannungs- oder Stromquelle.